Ja, hallo Leute. Ein neues Video von Tutorius. Erstmal möchte ich euch ein schönes neues Jahr wünschen. Heute ist der 1. Januar 2022 und dann alles Gute für das folgende Jahr. Hoffen wir, dass vieles für uns besser wird, vor allen Dingen was die Pandemie angeht. Okay, aber ich bin hier wieder bei meinem Flugmodell. Das ist so der Punkt, wo ich aufgehört habe. Das heißt, hier haben wir die Klebeadapter für oder ne, die Abschlussteile für die Endleiste, wo die Querruder drankommen. Da, das habt ihr in dem Video, wo ich das gemacht habe, nicht gesehen. Da habe ich dann so Löcher für die Scharniere reingemacht und dann die sollen natürlich auch in die Querruder. Jetzt ist ja Folgendes, dass die Querruder in FreeCAD aus der Tragfläche so nicht herauszuschneiden waren und zu bearbeiten waren. Das hat immer zu Fehlern geführt. Und da habe ich mir jetzt was anderes überlegt. Die Querruder kann man ganz einfach auch neu konstruieren und das nicht unter Zuhilfenahme einer Profildatei, sondern einfach da kann man einfach mit Linien oder Splines oder was auch immer arbeiten. Okay, wir oder ich gehe mal hier hin. Das sind meine Klebeadapter hier. Und jetzt gucken wir mal, was brauchen wir jetzt hier an Teilen. Also einmal brauchen wir die Scharnierlöcher für die für das Querruder. Hier habe ich die Scharnierlöcher irgendwo hier oben, ist auch egal wo, für die hier reingesägt worden und die hier, die habe ich dann gemacht für die Querruder, die gehen ja genau in die andere Richtung. Das heißt, dieses Teil hier und dann machen wir das mal sichtbar. So sieht das Ganze aus. Und davon mache ich mir jetzt direkt eine Kopie hier mit dieser Funktion. Ich sage das immer kurz vorher am Start des Videos. Ich mache mal gerade oben die Tasten- und Mausklicks an, dass wenn ihr euch das nicht hier so hinlegen wollt, ich habe das hier im Part Design, ich habe das im Part Modus hier mir hingepackt. Und im Part-Modus könnt ihr das aber, wenn ihr das nicht habt, einfach über Formteil, Create a Copy und Form aufbereiten ausführen. So, das geht hier recht schnell. Jetzt habe ich hier unten halt eine neue 3D-Datei. Die hier machen wir erstmal unsichtbar. So, das ist jetzt sind die Scharnierlöcher. Und jetzt muss ich schauen, was brauche ich noch von meiner Tragfläche, damit ich das konstruieren kann. Also diese Scharnierlöcher, die brauchen wir zwar, aber nicht sichtbar. Jetzt gucken wir mal, was haben wir hier? Wir haben so ein ganzes Teil nach oben. QRTFP1. Ach, das waren die. So, da haben wir die Klebeadapter und was auch explodet. So, hier, da sind meine Tragflächenteile, die ich gedruckt habe. Part 3. Gucken. Jo, den brauche ich. Und dann brauchen wir von Part 2 den. Der scheint da zu sein, der braucht am längsten. So, also die brauche ich auf alle Fälle für die Konstruktion. Dann brauche ich aber auch noch das Innere der Tragfläche. Da müssen wir hier so ein bisschen hochgehen, schauen, wo wir das haben. Ziemlich oben ist das. So, da wird ja die Tragfläche gemacht als Curved Away. Und dann geht man hier am besten hier in die Cuts selbst rein. Da sehen wir hier innen. Und davon mache ich jetzt einfach eine Kopie. Die haben wir hier. So, das ist die ganze Tragfläche und die ist gefüllt. Die möchte ich auch haben. Und dann brauche ich noch den Querruderschnitt. Das ist das hier. Davon mache ich mir auch eine Kopie. Mehr brauche ich an sich nicht. Ich hoffe, sonst muss ich mir noch mehr hier unten hinholen. Also ich habe jetzt hier die Scharnierlöcher. Die habe ich da sichtbar gemacht. Das ist Blödsinn. Die möchte ich auch kopiert haben. Na, wo wart ihr denn? Da. Davon eine Kopie.
und davon auch eine Kopie. So, dann gehen wir hier nach unten. Da habe ich die jetzt. Und jetzt mache ich die hier erstmal unsichtbar. Habe jetzt nur den Querruderschnitt und das Innenteil. Was mache ich damit wohl? Ich schneide das natürlich raus. Das heißt innen, dann Querruderschnitt und dann diese Funktion hier auswählen, Differenz. Die habe ich mir da einfach halt halber hier im Party Design Modus hier unten hingeholt. Kann die auch da ausführen. Die kann man natürlich auch im Part Modus über Formteil. Da muss man jetzt ein bisschen suchen. Geometrie. Wo seid ihr denn? Ich glaube, da sind sie direkt hier im Menü. Aber die wird man auch über das Menü aufrufen. Also sei es drum. Ich mache das hier jetzt über meine Kopien hier. Das heißt hier Differenz. Ein bisschen warten. Dann haben wir das hier. Davon mache ich mir direkt wieder eine Kopie, damit ich da so eine einzelne Datei habe. So, jetzt soll hier halt das Querruder rein konstruiert werden. Und ich habe bei der Konstruktion dieses Querruderschnitts absolut keine Maße benutzt. Die sind krumm und schief, die Werte. Das ärgert mich jetzt ein bisschen, aber ich habe es mir halt notiert, damit ich das hier überhaupt vernünftig reinkonstruieren kann. Und zwar, ich möchte jetzt hier das Querruder reinkonstruieren und zwar mit mehreren Profilen, die ich dann hinterher da reinkonstruiere. Und das machen wir über Datum Planes. Das heißt, wir sind im Part Design Modus. Ich mache einen neuen Körper mit allem deselektiert auf dieses Symbol hier. Und dann geben wir den Namen. Und das nennen wir jetzt QR Flosse-L, heißt das Ganze mal. Und das wird ja die Querruderflosse. Und die kriegt eine Datum Plane. So, die Datum Plane, dafür müssen wir uns das hier sichtbar machen und die X, Z-Ebene hier selektieren. Ne, XY. Das müsste XY sein. Können wir mal reinschauen. Hier sieht man es. XY, ja. XY und dann eine Datum Plane. Und die wird jetzt verschoben. Und zwar in der Z-Richtung. Und zwar sind das genau, da gehe ich auf die Mathematik hier, 344,2 mm plus 0,5, weil das Querruder soll ja nicht da drin kratzen, sondern wenigstens so einigermaßen da reinpassen. Also machen wir es ein bisschen kleiner und einmal Enter und da liegt die. Und dass die hier vorne so ist, das spielt an sich keine große Rolle. So, jetzt möchte ich weitere Datum Planes reinkonstruieren. Und zwar, das Querruder hat eine Länge von 313 mm. Und das heißt hier, das kommt 313 minus 0,5, auch ein bisschen kleiner. Und die dazwischen, die sollen da so reingelegt werden. Wie machen wir das? Ich mache jetzt, überlege mir, wie viel möchte ich denn hier reinmachen? Sagen wir mal, insgesamt sollen es 5 Stück sein. Von da bis da 5 Stück. Also beginnen wir. Wir machen, jetzt wäre es wunderhübsch, wenn ich einfach die Datum Plane selektieren könnte. Also erstmal muss ich das hier beenden. Das kann man entweder über OK machen. Man kann aber auch hier auf so einen Wert gehen und Enter drücken. Und dann möchte ich diese Datum Plane hier, da möchte ich jetzt eine Kopie von haben, die verschieben. Das geht nicht so ohne weiteres. Kann sein, dass ich sie kopieren kann. Mal gucken. Steuerung C. Steuerung V. Dann ziehe ich sie hier rein. Ja, das sollte sogar gehen. Versuchen wir das mal. Doppelklick. Und dann machen wir hier einen neuen Wert rein. Und zwar diese beiden, die sind schon richtig. Plus 313 geteilt durch 5. Ja, das geht. Na, fein. Machen wir es so. Weil sonst hätte ich immer wieder diese X, Y selektieren müssen. Die kann ich jetzt hier wieder unsichtbar machen. Dann können wir das hier beenden. Und wir machen wieder Steuerung V. Doppelklick auf FX. Und das ist plus 313
durch 5 und da schreiben wir aber vorne ein 2 mal hin. 2 mal 313 durch 5. Dann machen wir den nächsten. Den erstmal beenden, da immer dran denken. Steuerung V hier reinziehen in die Flosse und Doppelklick. Dann haben wir hier plus 3 mal 313 geteilt durch 5. Okay. Beenden. Steuerung V. Reinziehen in den Body. Doppelklick. Und dann haben wir hier die nächste. Plus 4 mal 313 durch 5. Und der letzte, der Mohikaner, der ist natürlich einfacher. Das heißt Steuerung V, heranziehen. Und ich könnte den jetzt hübsche Namen geben. Ich denke aber, wir kommen so klar. So, das hier, das wird dann einfach plus 313. Und da kommt jetzt das Wichtige. Der muss natürlich entsprechend kleiner werden. Das heißt, minus 0,5. Der wird so ein bisschen darunter verschoben. Jetzt habe ich hier diese 1, 2, 3, 4, 5, 6 Datum Planes. Und da sollen jetzt die Dings rein konstruiert werden, die entsprechenden Profile. Und ich sehe gerade was hier. Und zwar den Innen hier, den möchte ich noch mal haben. Und dann mache ich mir noch mal eine Kopie von. Aber da müssen wir erst das hier wieder beenden. Und dann können wir hier von eine Kopie machen. So, und jetzt geht es um die Sichtbarkeit dieser Sachen hier. Das heißt, das hier, das soll auf alle Fälle nicht 100% sicher sein, sichtbar sein. Das heißt Steuerung D und dann haben wir hier die Transparenz und das können wir mal so auf. Das soll schon relativ unsichtbar sein und der Cut hier, das soll auch so unsichtbar sein. So, jetzt sieht man das hier. Man kann also da jetzt wunderbar die Kante sehen und kann hier auch sehen, wo das Querruder endet. Darum geht's. Okay, dann gehen wir wieder in die Querruderflosse rein. Doppelklick. Aber erstmal müssen wir das hier beenden. Schließen Querruderflosse. Die ist fett markiert, also wird die bearbeitet. Irgendwie bin ich auf Transformieren gekommen. Warum das denn? Dann machen wir nochmal hier Transformieren an und okay, dann ist das aus. So, dann legen wir los. Ich fange mit diesem Teil hier an und da zeichne ich jetzt das Äußere dieser Querruderflosse ein, das Profil. Wir erzeugen eine neue Zeichnung und wir machen die Datum Planes hier alle unsichtbar. Die braucht kein Mensch und jetzt sieht man das hier so richtig dolle ist das nicht. Man kann aber hier jetzt das so umschalten und kann hier wenigstens so ungefähr das reinmachen. So, ich glaube, er macht gerade eine Zwischenspeicherung. Wir fangen hier an mit dem Kreis und der Einfachheit halber mache ich hier ein Polygon. Das geht so. Das geht dahin. So, das soll hier aber auch tangential sein. Das heißt, den selektieren. Ich glaube, die muss ich beide selektieren. T. Ja, dann haben wir die beide hier halt dranhängen und tangential. Gut, dann fangen wir an. Wir platzieren erstmal. Da ist einer waagerecht. Das darf er nicht sein. So, löschen. So, dann ziehen wir das hier so rein und überlegen uns,
Wie groß muss denn der Kreis werden? Und wo muss er überhaupt sitzen? Okay. So, jetzt können wir uns das hier schon mal so ungefähr hinholen, wo es hin soll. So ungefähr. Und dann sieht das, glaube ich, einfacher aus. Ich könnte jetzt hier auch mit Maßenarmen das arbeiten, das mache ich auch gleich. Aber wir können jetzt hier sehen wir können jetzt hier so verfahren. Und da sehen wir, das ist völlig falsch. Also man muss da schon ein bisschen mitarbeiten. Das heißt, so ist die Mitte. Dann kommt das so. Ich weiß nicht, warum er hier so rumtanzt. Ich glaube, ich arbeite hier jetzt mal mit Maß. Dann machen wir ein Durchmessermaß. Durchmesser 4,8. Da machen wir mal eine 5 raus. Ja, das sieht gut aus. Und so würde das Querruder da jetzt reinkommen. Dann können wir wieder auf diese Ansicht umschalten. Und da sieht man, das ist ein bisschen zu weit hin vorne. Also so. Ja, so können wir es lassen. Dann bemaße ich diesen Mittelpunkt hier, den fixiere ich. Das geht, glaube ich, mit dieser. Das wird gesperrt, dann kriege ich das Maße. Und die kann ich hinterher ändern. Und dann haben wir jetzt hier hinten das Ende. Und das kann man sich jetzt hier so hinziehen. Man kann das jetzt hier auch von oben gucken. Ist das denn da so? Na, das kann noch ein bisschen ran. So zum Beispiel. Okay, warum ist das hier auf einer anderen Position? Das ist, weil ich hier die 0,5 mm Differenz gelassen lasse, habe. Aber so würde das jetzt mir gefallen. Okay, die Zeichnung nehmen wir so, beziehungsweise wir machen jetzt noch hier einmal das weg und dann ist das eine Druck- oder eine geschlossene Kontur. Also schließen die Zeichnung. Und jetzt mache ich von dieser Zeichnung einfach mehrere Kopien. Und zwar noch 5 Stück. Und zwar, die werden losgelöst von der Datumplane. Und dann, wir haben hier, wie viel? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Einen habe ich schon, also 5. Also Steuerung V. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Stück. Und die ziehen wir uns jetzt einzeln hier rein. Und gehen dann auf die nächste Datumplane. Und setzen die Zeichnung 37 ist das in dem Fall da drauf mit Flatface. Okay, dann nehmen wir den nächsten, die 38, ziehen den hier da rein und nehmen die nächste Datum Plane. Die kann ich jetzt der Einfachheit halber auch mal wieder anmachen. Die ist richtig und da setzen wir jetzt die Nummer 38 drauf. Okay, und Flatface. Haben wir schon 3 hier. Ziehe ich mir das hier nochmal so ein bisschen runter, damit ich das hier besser sichtbar habe. Die 39 ziehen wir da rein und dann wird das, die haben wir, die können wir, dann haben wir den hier und auch da wird jetzt die Zeichnung 39 draufgesetzt mit Flatface und die Datumplane machen wir unsichtbar. Dann haben wir die hier. Gut, aber erstmal die Zeichnung da reinziehen und da haben wir den Sketch 40, Datumplane 15, auch die mit auf die Zeichnung 40 war es, ne? Ja, 40. Und Flatface
die Dating Plan. Unsichtbar, die letzte, die können wir jetzt auch schon mal unsichtbar machen. Es gibt nur noch die und das ist Sketch 41. Der muss aber erst hier reingezogen werden. Dann die Dating Plan. Und da setzen wir die Sketch 41 drauf und okay, Flat Face. So, jetzt habe ich die hier so reingezogen und sieht aber die Stimmen natürlich überhaupt nicht von ihren Abmaßen. Das heißt, jetzt habe ich ja diese Zeichnung hier, die ist korrekt und dann haben wir hier die nächste, die öffnen wir. Hier über das Symbol ziehe ich mir das so hin. Das hier vorne, das wird man vielfach genauso lassen können. An dem Maß hier, an den 5 mm, würde ich wahrscheinlich nie was abändern müssen. Aber die Position hier, die kann natürlich später ein bisschen nach oben gehen. Die Position hier, Abstand, das sollte, weil das hier ein gerader Schnitt ist, eigentlich die ganze Zeit so bleiben. Aber hier hinten, da tut sich schon was. Man hier. Okay, du musst bis dahin gehen. Und dann schauen wir noch mal von der Seite. Da ist es jetzt nicht so ganz einfach festzustellen, wo das hin muss. In der Höhe. Muss man sich jetzt eine vernünftige Ansicht suchen. So wahrscheinlich. Gucken wir uns das noch mal in der Aufsicht an. Ich glaube, das ist diese Ansicht. Jo, so gefällt mir das. Schauen wir noch mal aus der Standardansicht. Das sieht ganz vernünftig aus. Okay, dann haben wir die Zeichnung auch fertig. Schließen die. Dann die Zeichnung 38. Wiederum umschalten und schauen wir uns das hier an. Also ein bisschen mal hier. Das muss, glaube ich, ein bisschen höher. Das heißt, haben wir hier ein Maß 0,92. Dann machen wir jetzt 0,95. Ja, 0,98. 1,1. Gucken wir uns das nochmal von der Sicht an. Jo, das passt. Und dann gucken wir hier hinten. Der muss auf alle Fälle hier weiter nach hinten gezogen werden. Ich vermute mal so. Das ist die Aufsicht, die wollte ich eigentlich nicht haben. Ich wollte wieder diese Ansicht hier haben. Ja, der muss noch ein bisschen gezogen werden. Da so. Hm. Nochmal diese Ansicht anschauen. Nee, der ist es ja gar nicht. Der hier ist es. Jo, so können wir es lassen. Schließen diese Zeichnung. Nächste Zeichnung. 39. Doppelklick. Dann hier Abschnitt anzeigen. Heißt das Abschnitt? Ja, Abschnitt anzeigen heißt diese Funktion. Die ist sehr wichtig. So, diese Zeichnung hier, die kann ich jetzt erstmal unsichtbar machen. Die ruhig auch. Das stört nur. Und aber fangen wir wieder hier vorne an zu gucken. Er muss noch ein bisschen höher. Ach ja, klar. 1,1 war der ja schon. Das heißt 1,2. Jo, das sieht gut aus. Und der hier ist ungefähr dahin. Schauen wir uns das mal so an. Jo, das sieht doch gut aus. Können wir auch nehmen. Schließen das Ganze. Machen die auch unsichtbar. Nächste Sketch. Abschnitt anzeigen. So, das muss hier natürlich auch mindestens diese 1,2 hin.
Vielleicht sogar noch ein bisschen höher. Ja, immer 1,3. So, hier hinten. Ein bisschen zu weit. So. Ja, nehmen wir das, schließen das Ganze. Der Sketch ist unsichtbar geblieben. Jetzt haben wir noch einen. Wir können die mal gerade hier anmachen. Die habe ich jetzt schon alle. Habe ich jetzt wirklich 40 schon bearbeitet? Jo, habe ich. Da sieht man es an dem Maß. Also nehmen wir jetzt die Nummer 41. Die kommt natürlich bedeutend weiter nach oben, weil da geht ja das Ohr so nach oben. Oder diese Uhr. Ja doch, man kann es Ohr nennen. Gucken wir uns das mal an. Da wird dieses Maß hier natürlich weitaus mehr nach oben gezogen. Und der wird auch einiges anders hinkommen. Das guckt man sich am besten hier von der Seite an. Da kann man jetzt das Innen hier auch ausblenden und nur mit diesem hier arbeiten. Da wird das hier auch breiter, das Flap. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das machen will. So, das ist so eine Sache, die mich bei FreeCAD stört, aus der Ansicht hier. Ich kann den nicht selektieren. Ich kann das nur von der Seite machen. Dann ziehe ich ihn jetzt da dran. Mache es mal von dieser Seite so. Ja, so kann man lassen. Jetzt muss ich überlegen, ob ich hier wirklich mit dem Maß was mache. Ob wir hier mal 5,5 nehmen. Oder sogar 6. Ein bisschen zu viel, 5,8, und dann muss das Maß hier natürlich jetzt ein bisschen wieder runter auf 3,8 zum Beispiel. Ja, und jetzt dieses Maß hier, das ist das hier, das muss ein bisschen weiter nach hinten, 107,3, 108, das ist zu weit, 107,5. Jo, so können wir es machen. Und damit habe ich die Profile alle erzeugt. Wir können die erstmal alle wieder sichtbar machen. Und da soll jetzt die Flosse rein konstruiert werden. So, bevor ich das mache, speichere ich erst einmal. Da habe ich jetzt hier schon einiges rumgevorwerkt. Also Datei speichern unter. So, das nennen wir jetzt um hier. QR Flosse tut. Vielleicht fängt mein Hund an zu kläffen, weil es draußen jemand da. So, da machen wir jetzt die 22 raus. Und das hier wird natürlich die 0101 QR-Flosse tut. Okay. Okay, der Hund ist ruhig geblieben. Auch wenn ich das hier beschleunigt habe. Er hat nochmal kurz geknurrt. Und dann fangen wir jetzt an. Da möchte ich jetzt halt ein Loft machen. Beziehungsweise das heißt hier zu addierende Ausformung im Deutschen. Und wir selektieren den ersten, das erste Profil und auf diese Funktion. Erstmal kriegt die Funktion hier ein Warnsymbol, die ist noch nicht fertig. Klar ist sie nicht fertig, weil wir müssen jetzt die Schnitte hinzufügen. Und zwar den Nummer 37.
Da geht jetzt schon das Symbol weg und da haben wir das erste und dann machen wir wieder Schnitt hinzufügen, die Nummer 38, Schnitt hinzufügen 39, Schnitt hinzufügen die 40 und Schnitt hinzufügen die 41. Dann einfach nur noch einmal OK drücken und ein wenig warten. So, dann ist hier die Querruderflosse fertig. Dass es hier so ein bisschen komisch aussieht, das spielt keine Rolle. In der Luft wird das keine Rolle spielen. So, jetzt können wir das hier unsichtbar machen. Wir haben jetzt nur noch die Flosse und wir haben ja die Scharnierlöcher. Jetzt kann man sehen, liegen die da so vernünftig drin. Ja, das scheint gut zu funktionieren. Unten auch. Die können wir so nehmen. Also, jetzt sieht man, wenn man das von oben anguckt, also das ist zwar nicht von oben, das ist von hier, dann sieht man, dass diese Scharnierlöcher gar nicht weit genug. Die müssen ein bisschen nach vorne gezogen werden. Das heißt, einmal rechte Maustaste. Ne, machen wir anders. Gehen wir hier über Modell, Placement, Position. Dann haben wir hier X und dann mache ich jetzt minus 0,6. Da kann man sogar noch ein bisschen weniger machen, dann sind die tiefer rein. Minus 0,3. Kann man hier auch sehen, das ist überall der Fall so. Es ist ja wirklich vorne abschließend. So, da auch. Okay, ich kann hier das können wir so lassen. Ich mache jetzt einfach wieder eine boolsche Verknüpfung. Erstmal machen wir hiervon eine Kopie. Und davon ziehe ich ab die Scharnierlöcher. Und auf Differenz. So, und jetzt sieht man da sind die Scharnierlöcher drin. Die sind genau in der richtigen Position und dann kann das Querruder so bewegt werden. Jetzt schauen wir uns das nochmal aus der Ansicht von gerade an. Und jetzt habe ich ja hier diese Teile hier. Und die habe ich mir nicht ohne Grund da reingeholt, weil hier sehe ich, wo das Servo drin hängt. Und das machen wir aber mal. Das ist das Part 2 hier. Steuerung D. Auch ein wenig transparent. Und dann sieht man hier, wo diese Löcher sind. Die Scharnierlöcher. Da. Und ich will ja nicht das, was ich da jetzt für den Querruderhebel mache, durch dieses Scharnierloch bohren. Was macht man da am besten? Wir haben ja hier den Cut. Davon mache ich mir auch eine Kopie. Dem gebe ich jetzt wieder einen vernünftigen Namen. Das ist QR. Dann nehmen wir jetzt mal einen englischen Namen. Ach ne, machen wir ruhig die Flosse. QR Flosse Strich L. Kriege ich jetzt eine Zahl, weil die ja nicht doppelt sein können, die Namen. Und sei es drum, das stört uns in dem Fall nicht. Und das machen wir jetzt auch ein bisschen transparent. Dann sieht man nämlich diese Scharnierlöcher wunderbar. Dann können wir wieder in diese Ansicht gehen. Und dann würde ich jetzt hier den Scharnier hinmachen, der dann hier von dem Servo angesteuert wird. Das Servo da reinkommt. Ich könnte den sogar hier machen, weil das Servo wird dann so rum eingebaut. Hier, da wäre der Servo-Hebel und machen wir es ruhig dahin. Also, ich erzeugt da einen neuen Körper. Das machen wir, indem wir alles deselektieren. Wir sind im Part-Design-Modus, neuen Körper. Der kriegt einen Namen und zwar Hebelloch. Und eine neue Zeichnung. Okay, der kann ruhig geschlossen werden und das wird auf die XZ
Ebene gesetzt. Und dann machen wir hier ein Rechteck rein. Hier so irgendwie. Das wird 2,5 mm. Und das hier, das werden ruhig mal, das können ruhig 6 werden. Ja. Und dann ziehen wir uns das hier so irgendwie, wie es muss, weil das diese Stange, die wir da dran machen, die muss ja nicht astrein gerade sein. Hinterher kann man das immer noch verschieben. So, das schließen wir. Und dann wird daraus jetzt ein Patch gemacht, also hier eine Aufpolsterung. Sketch ist selektiert, Patch, da ist das Patch und dann sieht man, das muss natürlich in beide Richtungen gehen, also symmetrisch, und Länge 10 können wir so lassen. Okay, wir schließen das. Davon mache ich jetzt auch eine Kopie mit dieser Funktion hier. Dann haben wir das Hebelloch und die Querruderflosse, Hebelloch und wiederum eine Differenz. Davon machen wir eine Kopie und die nennen wir wieder QR-Flosse L. Gut, wir haben zweimal die Querruderflosse, einmal die Querruderflosse, und die wird natürlich nicht nur links, sondern auch rechts. Und hier kommt jetzt eine wirklich geniale Sache. Ich habe die versucht aufrecht stehend zu drucken und das klappt nicht, weil das geht unten, geht das ganz gut, und das ist ja über 3 cm hoch und hier oben wird das immer ungenauer. Das heißt, hier dieses Loch hier, das wird noch ganz gut gedruckt, und das hier, das ist dann schon fast zu, weil da immer das Teil an zu wackeln fängt, und hier oben das Ende sieht ganz fürchterlich aus. Also kann man vergessen. Und also muss man diese Querruderflossen auf eine andere Art und Weise drucken, zwar auch stehend, aber mit einer Abstützung. Jetzt da eine Stütze dran zu basteln, hier von der Seite irgendwas wie so ein Gerüst, muss man alles hinterher abschneiden und schleifen, und das wollte ich mir ersparen. Also habe ich mir eine Idee gemacht, habe ich eine Idee gehabt, und da muss ich sagen, die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wir brauchen, um das zu realisieren, hiervon eine Spiegelung, und da wird die zweite Querruderflosse, die wird dann hier 90 Grad versetzt dran gesetzt, und dann werden die verbunden mit einer mit dünnen Verbindungsteilen, sodass die sich gegenseitig abstützen. Um das konstruieren zu können, brauche ich nicht nur diese Querruderflosse und die Spiegelung davon, sondern ich brauche auch die Querruderflosse ohne die ganzen Bearbeitungssachen. Das heißt, hier haben wir den ersten, ne, das ist der Cut, das müsste der hier sein. Da haben wir die Flosse. Können wir uns mal gerade anschauen, ob das die richtige ist. Wir machen die mal unsichtbar und machen die mal sichtbar. Genau die möchte ich haben. Das heißt, davon mache ich mir noch eine Kopie. Jetzt habe ich hier die beiden, die sitzen genau übereinander, so soll das auch sein. Und ich mache jetzt davon Spiegelung. Diese Spiegelung, die machen wir im Draft-Modus. Das heißt, wir überlegen uns, in welcher Ansicht sind wir. Wir sind in der Ansicht XZ. Das heißt, ich wechsle in den Draft-Modus. Und das ist die falsche Richtung, also klicken wir einmal hier hin. Das mag er jetzt nicht. Wie kriegen wir das nochmal hin? Das ist immer so eine Sache. Gehen wir nochmal in den Part Design Modus. Holen uns die Ansicht Nummer 1. Diese. Und wechseln jetzt nochmal in den Draft-Modus. Jetzt hat er das rumgedreht. Wann der das wie macht, das kann ich wirklich nicht sagen. Okay, jetzt sollen hier Spiegelungen von gemacht werden. Erstmal von der Querruderflosse.
die können wir vielleicht sogar bezeichnen. Das heißt, das ist die L und das ist fertig. F da dran und diese, die ist Strich L Strich unfertig. So. Gut, dann selektieren wir die. Wir können wahrscheinlich sogar beide selektieren. Aber so sicher bin ich nicht. Das gibt vielleicht dann nur ein Objekt. Das finde ich gar nicht. Also machen wir lieber getrennt. Die Spiegelfunktion haben wir hier im Draft-Modus. Wir können die Ansicht ruhig so wählen. Wir gehen hier auf das mit selektiertem Objekt auf Spiegeln. Und jetzt haben wir hier, muss ein Maß gesetzt werden. Und zwar, da sind wir hier bei irgendwas von 100. Wir müssen das aber gar nicht so zusammen machen. Das heißt, gehen wir hier mal auf 90. Also bei X machen wir 90. Das hat er aber nicht gemacht. Jetzt aber Y 0 Z 0 und dann können wir das hier so hochsetzen und wichtig ist, dass das in X hier jetzt eine 0 bekommt. Das können wir ruhig so nehmen. Und schwupp ist das kopiert. Gespiegelt. So, das war jetzt die erste. Jetzt haben wir noch die hier. Die spiegeln wir jetzt auch. Funktion spiegeln. Wiederum da die 90. Und da 0, 0, tut was, glaube ich. Das hat jetzt nicht geklappt. Gucken wir uns das mal an. Nee, das ist das. Den machen wir mal sichtbar. Spiegeln. 90, 0, 0. Ist das Maß? Null. Null. So, jetzt hat es geklappt. Da haben wir jetzt die zweite Flosse gespiegelt. Mist, warum macht er das nicht? Machen wir das erstmal unsichtbar. Den auch unsichtbar. Nochmal. Spiegeln. Diesmal hat es geklappt. Wir haben also den hier. Den und hier die hat er jetzt da reingenommen. Davon muss ich mir jetzt Kopien noch machen. Das heißt, wir gehen mal kurz wieder in Part Design und der eine Kopie und der eine Kopie. So, jetzt ist wieder die Sache mit den Bezeichnungen. Ne, die sind in Ordnung. Das heißt, von denen mache ich jetzt auch eine Kopie. Und du bitte auch. Jetzt habe ich hier die vier.
Das heißt, wir können die mal gerade alle unsichtbar machen. Also der und der, die haben vernünftige Bezeichnungen. Und der hier, der wird umbenannt in R-F. Und der wird umbenannt in R-U. So, alle ruhig sichtbar machen. So, jetzt müssen die noch gedreht werden. Das auch bitte um denselben Punkt. Also die rechten hier, die werden gedreht. Und zwar, da müssen wir aber die Bearbeitungsebene hier umstellen. Das heißt, wir wechseln die Ansicht auf die Aufsicht und gehen in den Draft-Modus. Das hat er jetzt wieder nicht gemacht. Wir können mal schauen, ob was hier so umgestellt. Ja, da kann man jetzt auswählen. Ich möchte von oben da drauf gucken. Das geht nicht immer. Manchmal geht das. Ist mir nicht so ganz bekannt, warum. Und die möchte ich jetzt drehen hier. Und das machen wir, indem wir den selektieren und hier auf Drehen klicken. Und dann kann man sich hier einen Wert überlegen. Machen wir mal 80. So, der hier, den kann man einfach auf 0 Grad stellen. Ach, da hätte ich das Maß angeben müssen. Scheiß. So, drehen. Nochmal. Drehen. 80, 3, 0. Basiswinkel 0. Drehung 90. So, dann hängt er so. Und das machen wir mit der Flosse hier auch. Drehen und da wieder die 80, 3, 0, 0 und 90. So, jetzt müssen wir die so zusammenbringen, dass die dass das passt. Dafür schauen wir von unten uns das an. Die dürfen jetzt müssen hier relativ dicht zusammen, damit ich da dann eine Verbindung dazwischen machen kann. Das heißt, ich selektiere die beide. Mal gucken, ob das geht. Und verschiebe die. Ne, ich verschiebe immer nur ein. Also müssen wir uns das Maß merken. Oder wir machen es über Transform. Kann ich, glaube ich, auch nicht beide. Wir können es aber auch über die Position hier machen. So, der sitzt jetzt auf 83, minus 77, 100, 105, ist so weit, 103, ja, das sieht schon ganz gut aus. Das machen wir für ihn hier auch, 103 und Y ist das minus 77. Ich würde fast mal behaupten, wir können es so lassen. Obwohl, die sollen schon dichter zusammen. Dann machen wir das hier mal auf minus 75. Ja, das sieht doch gut aus. Du bitte auch. Minus 75. Kann man das hier sich so anschauen, wie das denn dann aussieht. Das so angucken, dann stehen die jetzt hier unten ziemlich dicht zusammen. Da oben geht das natürlich immer weiter auseinander und da soll jetzt halt ein Verbindungsobjekt noch rein konstruiert werden. So, um das zu machen, gehe ich in den Part Design Modus und erzeuge ein neues Objekt, einen neuen Körper. So, den nennen wir einfach mal Verbindung. Und
Da wird eine Zeichnung erzeugt auf der XY-Fläche und die soll da unten anfangen. Das heißt, da wird ein Polygon reingezeichnet und das ist ein Rechteck, irgend sowas hier. Und die hier, die sind parallel zueinander. Die bitte auch parallel zueinander. So, das und der Winkel hier, den machen wir mal auf 45. Und den Winkel machen wir 90. So, dann kriegt das hier ein Maß. Und zwar 0,42. Das ist schon genau passend, weil das soll nur eine Hautdicke werden. Also machen wir ruhig 0,4 genau. Und dann soll das hier so reingezeichnet werden. Warum macht er das nicht? Das Teil, das kriegt eine Länge. Das Teil wird jetzt hier nach oben gezogen. Gucken wir uns das nochmal von unten an. Das ist natürlich ungünstig. Das schließe ich jetzt erst einmal und verschiebe das ganze Teil hier. Modell, und zwar Position in Z um 300. 44,22 mm. Schauen wir uns den Sketch hier nochmal an. Jetzt sitzt der da unten schön drin. Jetzt kann man das hier besser erkennen. Das geht leider nicht. Aber was jetzt natürlich geht, ist erstmal die können wir unsichtbar machen. Die lassen wir sichtbar und da machen wir jetzt auch eine Transparenz dran. Du bitte auch. Vielleicht nehmen wir sogar die anderen. Ja, das machen wir auch, weil hier stören diese Scharnierlöcher. Obwohl, das richtig stören tun die nicht. Komm, kann es auch übertreiben. So, wir schließen das. Ich öffne wieder den Sketch. So, und jetzt kann ich das hier, dem gebe ich auch ein Maß. Das Maß muss so groß sein, dass das bis oben hin halt wirklich breit genug ist. So ungefähr. Und dann geben wir dem jetzt hier ein Maß. Und zwar nicht 1,53, sondern 5. So wird es ungefähr mit diesem Maß passen. Dann geben wir dem jetzt ruhig 6. Und wir können es immer noch abändern. Also ich schließe das und mache jetzt hier eine Aufpolsterung raus. Und
Da vertue ich mich schon mal. Der muss natürlich raus. Davon eine Aufpolsterung, die Funktion hier. Und die Höhe ist 313,1. Aber minus 1 mm ist 312,1. Können wir direkt hier eintippen. 312,1. Schauen wir uns das mal an. Es geht bis da oben hoch. Rand ragt überall rein. Können es noch ein bisschen breiter machen. Also den Sketch ruhig noch mal aufrufen. Das Maß hier auf 8. Und schließen. Jetzt geht das da überall rein. Gut, jetzt haben wir dieses Teil. Aber das würde jetzt hier auch in die Scharnierlöcher reinlaufen, die zumachen. Also so darf das nicht sein. Das darf also nur so lang sein, dass es außerhalb der Flosse ist. Dafür habe ich diese hier mit rübergenommen, um die als Abzugsobjekt benutzen zu können. Das heißt, hier vorne mache ich jetzt wieder eine Kopie. Die haben wir hier. Und dann werden jetzt die U-Flächen davon abgezogen. Das heißt, du und mit Steuerung selektiert der. Und das gibt eine Differenz. Nummer 1. Den Cut nehme ich jetzt und ziehe das RU davon ab. Auch da wieder Differenz. Und dann kann ich hier raus ein neues Objekt machen. Also neue Kopie. Und das nenne ich jetzt Verbindung. Kriege ich jetzt natürlich auch eine Zahl dahinter. So, dann können wir uns das Teil mal angucken. Die machen wir erstmal wieder. Steuerung D untransparent. Du bitte auch untransparent. Dann schauen wir mal. Also so wird das Teil jetzt hier liegen. Und da haben wir das Verbindungsteil da drin. So, was ich euch sagen kann, ist, wenn man das so druckt, dann wird das ein Problem geben. Und zwar, man kriegt die Teile hinterher nicht auseinander. Also wird dieses Verbindungsteil jetzt noch zusätzlich bearbeitet, dass es einzelne immer so kleine Stege gibt. Das machen wir, das Objekt, mit dem wir das da bearbeiten, machen wir ruhig im Part-Design-Modus. Das heißt, ich gehe in diese Ansicht hier. Na komm. Die Flossen mache ich unsichtbar. Das ist jetzt nur noch dieses Teil hier sichtbar. Da ist aber irgendwas nicht so ganz richtig gelaufen. Gucken, machen wir die Flossen mal wieder sichtbar dazu. Ja, das fängt hier unten zu tief an. Das heißt, geht es denn oben lang genug? Und oben ist zu kurz. Okay, wir müssen das kurz bearbeiten. Das heißt, die Verbindung hier. Wir können erstmal das hier beenden. Die Verbindung hier, da habe ich ja die Position. 344,22 ist natürlich falsch. Weil das wird natürlich plus 0,5. So, dann können wir, da müssen wir es einmal neu berechnen lassen. Das machen wir, indem wir hier das nochmal OK drücken. Jetzt ist es neu berechnet und dann sieht man, dass es richtig ist. Dann machen wir die mal wieder unsichtbar. Da hängt trotzdem hier noch was dran.
Das liegt wahrscheinlich damit zusammen, dass die Position dieser Verbindung hier, dieser Sketch, den muss man doch noch ein bisschen bearbeiten. Der steht da hinten raus. Okay, das heißt, den machen wir mal auf 7 und ziehen den noch so ein bisschen da rein. Schließen wir erst einmal. Transparent. Transparent. Sketch bearbeiten. Schließen das. Machen die mal wieder unsichtbar. Und dann habe ich nur noch ein Teil da stehen. Okay, so, das Teil, das gucke ich mir jetzt hier so an und will das jetzt so zerteilen. Und was machen wir da? Da machen wir jetzt im Part-Design-Mode einen neuen Körper. Und zwar. Ich habe irgendwas selektiert gehabt, also Steuerung Z zurück, darf nicht selektiert sein. Und ich fange der Einfachheit halber auch hier mit einem neuen Körper an, mache da aber erstmal eine Datum Plane rein. Das heißt, die mache ich sichtbar. Schauen wir uns mal an, wo sind die? Das ist hier, das müsste eigentlich die XZ-Ebene sein. Ja, die wähle ich. Und da machen wir eine Datum Plane. So, das Ganze mache ich gleich Augusto von Position. Deswegen, ich will die jetzt erstmal so groß haben, dass man die sieht. Deshalb, das passt, klappt immer ganz gut, indem man hier zum Beispiel eine 200 reinmacht und bei Datum Plane bei Y auch. Und dann ziehen wir das Ganze jetzt rüber in Z. Datum Plane, wo bist du? Da. Und zwar minus 20. Ja, andere Richtung. 20. Muss ich jetzt so anschauen. Ja, das passt. Jetzt kann ich die 200 da wieder rausnehmen. Das war nur zur besseren Sichtbarkeit. Und dann machen wir die unsichtbar, die Datum Plane auch unsichtbar. Darauf machen wir eine Zeichnung. Und da ziehen wir jetzt einfach ein Rechteck, hier das so umfasst, schließen das, eine Aufpolsterung 0,1 mm, wird eine Zeichnung drauf generiert, da machen wir jetzt hier so ein Rechteck. Und das sind jetzt die Schnitte, die da gesetzt werden. Die kriegen eine gewisse Dicke. Und zwar nicht 7. Und machen wir mal. Oh, das, vielleicht ist 7 gar nicht so ein schlechtes Maß, aber ich sage einfach mal 3. Und den lassen wir so da beginnen. Schließen das Ganze. Das wird eine Aufpolsterung. Diese Zeichnung wird eine Aufpolsterung. Und die muss da durchgehen. Also mindestens 20, da machen wir mal 50.
geht die da so durch. Und dann kann ich davon jetzt ein lineares Muster machen. Den selektieren, das hier lineares Muster. Und jetzt muss man hier die Richtung definieren. In welche Richtung soll das gehen? In Richtung der vertikalen Skizzenachse, aber in die andere Richtung. Und die gesamte Länge und das Vorkommen. Ja, das ist jetzt nicht einfach. Das sind 313 mm hoch oder 312. Das ist ein Millimeter weniger. Das heißt, wir haben 312 die Länge. Das aber abzüglich eines Maßes ist 14. Oh, das weiß ich noch nicht, ob das passt. Gucken wir uns das nochmal an hier. Taschenrechner 312 durch 14 sind 22 Stück. Machen wir da einfach mal 22 raus. Ja, das ist viel zu wenig. Und hier unten ist das zu weit. Also das machen wir mal auf 312. Und da machen wir mal 35 raus. Gucken, welches ist denn die richtige Ansicht? Die hier. Ja. 60. Da oben startet der zu hoch, deswegen muss das auch länger werden. So falsch ist das gar nicht. Ne, das lassen wir so. Das heißt, da schneide ich jetzt von diesem Teil hier immer so Parts weg und dann werden nur so kleine Pinnipels da reingesetzt. Okay, wir nehmen einfach das hier einmal okay, haben diesen Körper hier, das nenne ich jetzt mal einfach Schnitt, und wir haben die Verbindung, wir haben den Schnitt, daraus machen wir ein neues Objekt. Das haben wir hier, dann haben wir hier die Verbindung und den Schnitt. Das wird davon abgezogen. Differenz. So, dann habe ich hier jetzt alles so kleine Pinüppels und da oben einen so einen ganz kleinen, aber no, das macht nichts. Dann mache ich jetzt die Flossen da wieder sichtbar, und zwar die und die, und dann sollten die da so schön drinnen hängen. Das sieht doch cool aus. Das heißt, diese drei Objekte hier, ich mache jetzt der Einfachheit halber davon jeweils eine Kopie und davon auch eine Kopie. Das nennen wir wieder Verbindung. Und die muss ich jetzt nur noch exportieren. Wir speichern erstmal die Zeichnung, das Projekt. So, das war gespeichert. Dann machen wir davon Exports. Das heißt, der wird exportiert. Müssen wir uns noch überlegen, wohin. Da machen wir ein neues Verzeichnis hier. QR3-1, nennen wir das einfach mal. So, da haben wir einmal Flosse L, die Flosse R und die Verbindung. So, die müssen jetzt zu einer gemeinsamen STL verbunden werden.
Ich kann das wahrscheinlich auch so machen, indem ich die alle zusammen exportiere. Versuchen wir das einfach mal. Speichern. Und ich öffne Cura. So, da ist Cura, da machen wir Steuerung O, Open. Dann in meiner Cura-Version klappt leider das Ändern der Sortierung nicht mehr. Ist irgendwie ein allgemeines Problem. Andere Programme haben das genauso. Also muss ich hier manuell FreeCAD und dann habe ich hier ein Verzeichnis. Das ist gekommen in TF. Da ist es doch. Okay, öffnen das. Kann ich natürlich nicht öffnen. Ich muss natürlich die STL dazu öffnen. Wo habe ich die denn hingepackt? Ach, die haben wir ja hier in QR3-1 gepackt. Und das sollte die STL sein. Öffnen die. Und da habe ich das Teil hier drin. Und dann, was nehmen wir? Also, ich habe hier ein Profil für den Druck. Das hier steht zwar Skirt, also werde ich ändern. Das heißt, ich nehme 0,2, nee, das ist gar nicht 0,24 mm ist die Layerhöhe. Das kommt gleich aber erst. So, dann haben wir hier Top-Button. Das können wir alles so lassen. Wichtig ist bei den Walls hier Fill Gaps Between Walls, dass das nichts drin steht. So, dann haben wir bei Infill 5%. Das soll sehr wenig Infill geben, das soll ja leicht werden. Und dann Infill Pattern, da nehme ich jetzt doch mal wieder den, wie heißt der? Geroid, wo bist du denn? Da ist doch Geroid. So, dann haben wir Overlap, ja, das können wir alles so lassen. Material Geschwindigkeit Maximum. Cooling auch tut nur 6 Sekunden pro Layer. Das reicht für das Ding. Ich habe das schon mal gedruckt, wie gesagt, aber mit durchgehenden Verbindungsstück, das hat sich nicht trennen lassen. So, Build Plate Adhesion ist Raft und nicht Skirt. Das heißt, da kommt ein Raft drunter, damit das schön stabil gedruckt wird. Und hier haben wir auch nichts einzustellen. So, das war zugeklappt. Also 0,24 mm ist die Layer halt. Okay, wir lassen das einfach slicen und schauen uns das im Preview an. Dann kann man hier das so runtergehen und kann sich das so anschauen, wie er da diese Teile da reindruckt. Ob das überhaupt da reingedruckt wird. Das gibt nämlich sehr, sehr wenig. Das ist vielleicht ein wenig zu wenig. Da kann man jetzt doch hergehen, schauen. Print Thin Walls, jo, das machen wir mal an. Slicen noch mal. Ja, und da sieht man, so würde das jetzt aussehen. Da sieht man, man könnte die Teile sogar noch dünner machen. Aber was wichtig ist, man muss sich das hier so angucken. Die sind wirklich nur ein Strich, also das können wir ruhig so drucken. Okay, und das jetzt exportieren. Save to Disk. Dann QR-Flossen Dual. Ja, und das ist es.
dann kann die ruhig rein und dann werde ich die drucken und ausprobieren, ob das dann auch so klappt, wie ich mir das gedacht habe. Wie gesagt, wenn euch solche Videos interessieren, so lasst auch gerne ein Abonnement da, einen Klick auf die Glocke und ihr werdet über neue Videos informiert. Und damit danke fürs Zuschauen und nochmal ein schönes neues Jahr und bis zum nächsten Mal. Tschüss!